Was ist das für ein Booty? Irgendwas redet hier. Das ist die Waffe. Wie viel Pisse hat der in sich drin? Hallöchen Leute, herzlich willkommen zum neuen Game des Monats. Wir spielen heute High on Life, wobei ich glaube, dass das Spiel uns hier schon ein bisschen am Trollen ist, denn ich habe es gerade gestartet und hier steht Bug Thunder 2 Xenoslaughter. Wahrscheinlich wird uns das Spiel jetzt erstmal direkt auf eine falsche Fährte loggen. Okay, wir spielen Bug Thunder 2. Es ist unser Scheidungsanwalt. Es gibt keinen Doppelsprung. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast, Scheidungsanwalt. Ich glaube, ihr merkt schon, dieses Spiel ist ein bisschen auf Comedy ausgelegt. Das ist nämlich von Justin Roiland, dem Synchronsprecher und Co-Creator von Rick and Morty, der safe auch gerade den Scheidungsanwalt synchronisiert. Wir die ganze Zeit betont, dass er unser Scheidungsanwalt ist. Wisst ihr was? Hier ist ja dieser Typ, der die ganze Zeit mit uns redet, dieser Film. Frag mich, was der beruflich macht. Was hat der? Oh mein Gott! What the fuck? Es klopft hier! Alter, das ist im Spiel! Ach, das wird auch gerade immer kleiner. Man sieht jetzt, dass wir in einem Wohnzimmer sind, oder? Es ist jetzt plötzlich ein Fernseher. What? Ist das unsere Schwester? Okay, die zieht sich jetzt mal Koks rein. Meine Arbeitskollegin meinte, als ich das vorgeschlagen habe, das Spiel für Game des Monats, meinte sie, dass es aussieht wie ein Kinderspiel. Und es geht einfach los mit, dass unser Scheidungsanwalt uns durch ein Videospiel leitet und unsere Schwester direkt eine Line Koks zieht. Okay. Mom told me I was in charge. She did it in secret, so it wouldn't hurt your feelings. So, ja, natürlich. And Dad said that he flat out doesn't love you. It was actually pretty messed up. Dad hat gesagt, er liebt uns nicht. Das ist bestimmt alles genauso passiert, wie sie es gesagt hat gerade. Er ist voll krass. Ich merke die ganze Zeit, aus welcher Richtung die redet. Weil wenn die hier so... Kann ich erzählen? Ich habe den Feelbild an, natürlich. Auf dem Kanal Feel Game. Haben wir hier jemals ein Video gemacht ohne eine Feelbelt? Ich glaube nicht. Also, der Feelbelt, für die, die ihn nur nicht kennen. Er überträgt alles, was im Spiel passiert, was so an Audio passiert, in haptisches Feedback, was ich am Körper spüren kann, weil er an der Innenseite 10 Impulsgeber hat, die hier auf dem Körper verteilt sind. Und wenn die hier redet, höre ich aus, also spüre ich, aus welcher Richtung das kommt. Die steht hier rechts von mir, weil jetzt vibriert es hier. Und wenn ich mich jetzt umdrehe und so steht, dann vibriert es hier. Das ist richtig krass. Das hilft mir voll bei der Ortung. Und natürlich ist es auch geil bei... Da kommen später bestimmt noch Action-Szenen. Und da wird es bestimmt auch sehr hilfreich sein, wenn man dann die Schüsse und sowas auch spüren kann und weiß, aus welcher Richtung was kommt. So, I guess... What the fuck? Okay, ja, die Untertitel sind auch nicht sehr hilfreich. Da kommt Opa. Opa, tu es nicht! Der ist dement, der weiß nicht, was abgeht. Oh mein Gott! What? Braucht er den? Und da ist schon einer gestorben. Irgendwas redet hier. Das ist die Waffe. Ah, die sieht schön schwabbelig aus. Er muss uns jetzt anspucken, damit wir seine Sprache verstehen. What? Woher weiß er, dass er den rausnehmen muss? Ich habe das Ding rausgenommen. Okay, wir müssen das Ding irgendwo einstecken. Okay, go, 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 go. Verbinden und wo gehen wir jetzt hin? Okay, dieser alte Bounty Hunter hat uns jetzt seinen ganzen Anzug und so versprochen und wir dürfen ihn jetzt benutzen. Aber wenn wir drauf gehen, will er dann dafür unser Haus haben. Was jetzt nach nicht so einem geilen Deal klingt. Aktivierungsschlüssel nicht gefunden. Solange wir die kostenlose Testversion vom Anzug haben, kommen wir die ganze Zeit Pop-Ups, die wir wegmachen müssen. Die Pop-Ups können wir zwar wegmachen, aber die kommen dann immer wieder. Vielleicht ist da ja was Interessantes dabei. Ich werde dich heiraten. Ja, bitte, was? Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz cool, dass die Waffe mit dir reden kann. Weil du hast es ja öfter bei irgendwelchen Spielen, dass du halt nicht auf Freunde und sowas schießen kannst, was dann eigentlich nicht wirklich Sinn ergibt. Aber hier hast du halt tatsächlich eine Waffe, die auch selber denken kann und so. Und die dann sagt, ja, nö, da schieße ich nicht drauf. Ich würde voll gern dieses kaputte Auge abschießen. Ich würde es echt gern platzen sehen. Aber ein Gefühl sagt mir, dass wir das nicht machen dürfen. Was läuft denn hier für weirdes Zeug im Fernsehen? Okay, that's gotta be the way into the slums. If you saw us at the bar, which of us would you ask out?
Ich sag der Rote. I guess the red guy. Whoa, seriously? They picked me. They said I was not you. This is insane. I am so much hotter. You need to chill out, right? They picked me. Die sehen einfach aus wie sprechende Mülleimer und sie argumentieren darüber, wer heißer ist. Oh my god, I broke my fucking leg coming down that pipe. Be careful. Sorry to hear that. Was? Der hat sich sein Bein gebrochen, als er hier runtergegangen. Hä? Oh, I think it's the buyer. Hey, are you the buyer? Ich sag mal ja, ich bin der Käufer. Yeah, we're here to buy a knife. You guys are selling a knife. Fuck yes, thank you. Pleased to meet you. I'm Knifey. Now use me. Let me fucking stab these cocksucking hands. Oh, just a reminder. Das Messer hat richtig Bock, jemanden abzustechen. Fuck yes, boy. Fuck yes, more. I need more stabbing. Unser Schild ist zerstört. Boah, lass mal hier kurz in Deckung gehen. Wow. Er meinte gerade, I always hated Alien Ant Farm. Das ist einfach eine Band und es passt gerade, weil es Alien Ants sind. Versteht ihr? Boah, Alter, richtig krasser Joke. Und erster Bosskampf. Nine Talk. Okay, die machen wir fertig, oder? Boah, wenn diese Waffe, von der sie auflädt, das spüre ich. Das kribbelt so richtig. Boah, das ist richtig krass, wie ich ihre Waffe spüren kann. Okay, ey, ich spüre von wo aus die hochkommt. Das ist richtig krank. Sludge, okay, wir müssen in der Luft bleiben. Wir müssen in der Luft bleiben. Oh mein Gott, wie viel hält denn die aus? Nein, you're not taking me with you. Was genau hat die vor? Oh mein Gott, ich raff grad gar nicht, was abgeht. Jetzt. Okay, sie ist besiegt. Können wir dich befreien? Die ist nämlich... Fuck! Ich wollte ihr eigentlich helfen. Ich wollte ihr eigentlich helfen und sie losschneiden, aber das hat irgendwie als Nahkampfangriff gezählt. Jetzt müssen wir sie auch umbringen. Okay, mal gucken, ob jetzt noch irgendwelche Probleme auf uns zukommen. Außer die Grafik, die hier rumbuggt. Ja! Was ist los? Warum greift er uns an? Wir haben gerade seine Chefin fertig gemacht. Wir haben gerade alle seine Freunde umgebracht. Denkt er wirklich, der kann uns alleine stoppen? Was für ein Loser. Hold on. Is that Jane? Okay, get ready. I want you to stab me right into his fat little belly. Ich will, dass du mich direkt in seinen fetten Bauch reinsteckst. Ja, okay, komm her. Ich glaube nicht, dass wir Jane abstechen werden. Seriously, let me stab him. What the fuck? Wie kommt mir wirklich Stab, geil. Okay. Oh, habt ihr das gesehen? Ich wäre fast in meinen... Oh, den sicheren Tod gestürzt. Boah, das war gerade knapp. Wir können Krubis oder Douglas. Douglas sieht ein bisschen aus wie Mysterio, oder? Mach mal. Okay, wir sind jetzt auf so einem komischen Sandplaneten, wo hier auch noch Sandsturm ist. Diese Musik, diese hohen Klänge spüre ich auch die ganze Zeit. Das geht so die ganze Zeit um den Bauch herum. Hey, we should talk to this guy. I calls him like I sees him. He seems helpful. Warum nennt man dich Old Red Grundy? Because I'm old and I piss myself every day. I'm doing it right now. Der pisst sich wirklich gerade ein. Der ganze Boden hier wird nass. Wie viel Pisse hat der in sich drin? Was ist mit der Musik hier los? Who would have fucking thought, you fucking bitch? You fucking stupid bitch, I'm sorry. Wie die jetzt plötzlich alle abgehen und sich beleidigen. I'm gonna keep the gate locked until they stop or get killed. Wink, wink. Are you telling us to kill them? Whoa, I didn't say that. I just said wink, wink. And okay, yeah, that's what I meant. Einfach aufgeschlitzt. Die sehen ja auch weird aus. Was ist das für eine Waffe? Was ist das für ein Booty? Der sieht nicht sehr glücklich aus. Oh, das sieht ja cool aus. Kann man sich das mal anschauen? Ist das so ein Wellness-Oasen-Ding? Also dieser grüne Schleim, vielleicht ist das ja was Gutes. Ah, ich dachte... Okay, das ist nichts Gutes. Ich dachte, das wäre irgend so ein Wellness-Ding. Hallo, mein Freund. Ich dachte, ich gebe dir mal ein paar Tipps für Meisterkopfgeldjäger. Jetzt bin ich gespannt. So, Gene, was willst du uns denn für Tipps geben? Tipp 1, denk daran, Gegner zu erschießen und sie zu töten. Gut, dass er sagt. Tipp 2, lass dich bei einem Angriff des Gegners nicht erwischen. Das tut nur weh. Das sind echt gute Tipps, Gene. Dankeschön. Das Ding ist so cute. Ich würde gern mit dem reden, aber können wir nicht, wenn ich runtergehe. Oh nein, wie süß es ist. Es ist einfach so geil, diese Richtung immer zu spüren, wenn jemand redet. Boah, seine Stimme fühlt sich krass an. Es ist so cool, wie das einfach
rings rumwandert. Was ist das denn? Warum hat der so markante Nippel? Boah, das sieht halt schon cool aus hier. Das könnte eigentlich fast so eine Stadt aus Guardians of the Galaxy sein. So ein Outpost irgendwie. Komm doch her! Schlitz dich auf! Sehr gut. Ich hab dem einfach den Kopf abgeschnitten. Der sieht ein bisschen komisch aus, aber okay, reden wir mal mit ihm. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? You gotta get covered in goop. Ja, goop uns mal ein hier. Oof! Oh my god! Oh, gee! Oh my god! Not what I was thinking. Oh! Oh! This fucking! Oh my god! The smell! Oh my god! I'm gonna fucking throw up. Okay, I'm alright. Wurden wir gerade von so einem Ding angeschissen? Okay, you know what? It looks like some simple platforming. You know, listen, you're not gonna... Really? You got hurt? You know, that looked like it should have been easy. Oh my god, hello! Das Ding sieht ja cool aus. You're here. My name's Dr. Jupi. Douglas kidnapped my whole family, and I'm trying to sneak in and save them. But I just can't get through these pipes in the next room. So, wir müssen jetzt so kleine Puzzle lösen und die Rohre so verbinden, dass er da gut durchkommt. Ich hab dir noch in der Luft einen Headshot gegeben. Wir sind jetzt noch in einem Battle Royale. Oh mein Gott, wir... Was? Wie? Oh mein Gott, wir haben dem sein Auge einfach rausgerissen. Ah, da unten sind jetzt nochmal welche aufgetaucht. Was ist denn das für einer? Would you chill out? They don't need to die. Es tut mir leid, aber ich muss einfach jedes Mal versuchen, Leute zu erschießen. Er schon wieder. Ich liebe ihn. Ach, der will nach dahin. So, jetzt passt's. Jetzt kann er hier durch. Ich kann mir vorstellen, dass Dr. Jupi noch so richtig der Abfuck wird. Dr. Jupi, you're still alive! Oh, my best friends. Can you help me out one last time? Geschafft. Ach, wir müssen die andere Seite auch noch machen. I've decided that if my family is dead, I'm going to kill myself and join them in the afterlife. Don't talk about it. Junge, sag doch nicht solche Sachen. Was ist los mit dir? So, wir schicken das jetzt da hoch. Wir schicken... Okay, das haben wir geschafft. Jetzt kann der zumindest weiter und muss sich hoffentlich nicht umbringen. Well, shit! Does that mean he's... Huh? I feel pretty stupid right about now. Okay, der hat uns verarscht. Oh mein Gott, er ist... Er ist der Typ, nein! Er ist Douglas! Was zur Hölle? Okay, shit. Jetzt hat er hier auch noch solche komischen Elektro-Dinger auf dem Boden. Scheiße, ich bin gleich tot! Gib mir Schild! Ah! Scheiße, ich sehe nichts! Oh fuck, ich bin gleich... Oh mein Gott, es ist knapp. Shit, was geht denn hier ab? Wie soll ich den erwischen? Oh mein Gott, haben wir ihn? Noch nicht ganz, oder? Boah, wir haben ihn! Schneiden wir mal was von ihm ab. Boah, das war ein chaotischer Kampf. Wir haben es geschafft. Und wir kriegen jetzt bestimmt auch hier noch die neue Waffe. Sweezy. Boah, die fühlt sich halt auch cool an, weil es so schnell feuert. Boah, das fühlt sich geil an. So sieht doch gut aus. Zum Glück habe ich Motion Blur an. Aber, warte, ich will mich noch in ein schönes Licht stellen. So, Leute, das war's für heute. Wir haben 2 Bosse gelegt. Wir haben 3 Waffen bekommen. Wir werden hier beim Livestream weitermachen und dann noch gucken, dass wir die anderen... Hier ist irgendwas zensiert. Was ist denn hier zensiert? Ach, das ist ein Bad. Oh mein Gott. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal im Livestream. Seid dabei. Hier ist eine Verlinkung. Wir sehen uns dann. Tschüss und auf Wiedersehen.